Hallo, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Hier ist Praxis Umeria, Gio und Ulrike. Und wir möchten heute gerne ein Frage-Channeling machen mit Jeshua, der durch Gio sprechen wird. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid und das Channeling verfolgen werdet. Gio wird sich jetzt verbinden. Und dann können wir beginnen. Ich bin Joshua und ich freue mich, hier bei dir und bei euch sein zu dürfen. Du hast so viele Fragen, die dein Herz bewegen. Bitte stelle sie einfach. Lieber Jeshua, ich freue mich, dass du da bist und dass ich dich diese Dinge fragen darf und du mir durch Gio antwortest. Zuerst möchte ich fragen, mit dieser hohen oder mit dieser unvorstellbar hohen Schwingung, wir messen ja die Erde Tag für Tag und gestern zu heute ist die Erde um das 300.000-fache gestiegen. Kannst du mir oder auch den Zuschauern vielleicht ein bisschen was darüber sagen? Oh ja, meine Tochter. Sehr vieles könnte ich dir darüber erzählen, was bei uns hier im geistigen Bereich los ist. Und diese Auswirkungen, die könnt ihr fühlen, ihr Erdlinge, ihr Kinder der Erde, wie ich euch immer liebevoll nenne. Und weil wir bei dem Wort Kinder sind, wollen wir auch da noch ein bisschen verbleiben. Denn nur diejenigen, die diese reine kindliche Einstellung haben, die werden auch meine folgenden Worte richtig verstehen. Fühlt einfach in euer Herz, in eurem Herzen ist genau diese Liebe enthalten, die ihr jetzt in dem Hier braucht, um alle diese kommenden Dinge zu verstehen. Ich verstehe, dass ihr beunruhigt seid über solche Werte, aber ich kann dich beruhigen, meine Tochter, und auch ihr alle Lieben, das sind nur Zahlen. Und Zahlen in der Form, wie ihr sie verwendet, gibt es bei uns nicht. Ich versichere euch eines, diese Liebe, die ihr jetzt als hohe Schwingungen messt, ist gut so, dass ihr sie messen könnt. Aber diese Schwingungen werden noch enorm weiter steigen, ins Unermessliche, denn die Gnade von unserem Gottvater, die ist so groß und so lieb, dass er sie jedem von euch zuteil lassen, haben lassen will. Und deshalb werden diese Schwingungen weiterhin in einem unwahrscheinlichen Maße weiter steigen.
So, liebe Tochter, frage mich weiter, was sich bewegt. Meine nächste Frage ist einfach, was kannst du den Menschen sagen, was sie beachten sollten, jetzt besonders in diesen Zeiten, in ihrer Lebensform, in der Ernährung oder eben sonstiges dazu? Ich kann immer nur euch eins raten. Werdet wieder wie die Kinder. Werdet wie die Kindlein, denn sonst könnt ihr diese Herrlichkeit Gottes nicht in euer Herz hineintönen lassen. Seid rein, seid unbefleckt. Wandelt euch in eurem ganzen Sein. Lebt die Liebe. Wendet sie an in eurem täglichen Leben. Und bitte tut dies nicht nur im Außen. Tut dies in euren Gedankenformen. Denn eure Gedanken erschaffen eure Welt. Und wenn eure Gedanken nicht göttlicher Liebe entsprechen, wie sollen sie denn im Außen göttliche Liebe zeigen? Auch könnt ihr das zeigen in der Ernährung, klar. Die Ernährung ist für euch Menschen auf dieser Erde zu einem riesigen Gott geworden, obwohl unsere Urquelle euch unmissverständlich zu verstehen gegeben hat, dass man keine anderen Götter neben ihm haben sollte. Und leider ist es so, dass in dieser zivilisierten Welt, wo ihr leider alle noch lebt, der Bauch zu einem Tempel geworden ist, aber kein Tempel der Reinheit, kein Tempel der Anbetung, sondern wie zu meinen Zeiten. Ein Tempel der Geldwechsler und Händler, die alle nur an Profit interessiert sind. Buchstäblichem Profit. Und diesen Tempel bin ich jetzt gekommen zu reinigen. Und das ist meine Gegenwart im Hier und Jetzt. So, frage weiter, meine Tochter. Ich denke, viele Menschen passen sich auch schon an und haben sich auch schon umgestellt mit der Ernährung. Und ich sehe es Tag für Tag. Also sie machen sich Gedanken drüber und geben sich auch Mühe. Und es ist schon ein Weg, der sichtbar wird und auch schon sichtbar ist. Wichtig ist halt, dass es noch viel mehr Menschen erreicht und dass viel mehr Menschen noch auch die Hintergründe erfahren, warum und weshalb. Und das, wenn der Mensch es verstehen kann, warum und weshalb, dann kann es auch viel leichter nachvollziehen oder kann auch viel leichter so eine Umstellung bewältigen. Das ist ein großer Punkt, denke ich. Ihr Lieben alle, bedenkt bitte auch, wenn es euch schwer fallen sollte, durch alle diese Irrtümer von so vielen Menschenreligionen, die vieles gelehrt und in den Dreckschmutz gezogen haben, eins der Hauptgebote unseres Vaters war: Du sollst nicht töten. Dem füge ich hinzu: Du sollst auch nicht töten lassen. Nach euren irdischen Gesetzen ist jemand, der zum Mord oder zum Töten anstiftet, genauso schuldig, wenn nicht noch mehr schuldig, als der Mörder, der die Tat ausführt.
bitte bedenkt das ganz besonders bei eurer Ernährung. Das ist so wichtig, um euch nicht zu beflecken und um rein zu sein, wie ein kleines Kind. Ja, ich denke, es geht um dieses Bewusstsein auch, dass wir uns bewusster oder viel bewusster werden, was dahinter steht, wenn wir irgendwo in den Supermarkt gehen und einfach das, diese Dinge abgepackt sehen, dass da ein Leben dahinter steht, dass da vielleicht ein erbarmungswürdiges Leben dahinter steht, grausam, nicht tier- und nicht artgerecht und auch dann die Tötung eben auch grausam vollzogen wurde und dass diese Energien in diesem Fleisch und in diesen Wurstwaren oder auch Fisch gespeichert sind und wir diese Energien aufnehmen in unserem Körper und unser Körper dann eben energetisch damit belastet ist und unsere Organe krank werden und physisch wie psychisch eben, dass es da ganz viel gibt, was uns schadet, belastet und so weiter. Ich denke, dass das sehr wichtig ist. Genauso ist es, meine Tochter. Und wenn ihr sehen könntet, ihr Lieben, was ich sehen darf, was nicht schön ist, das sind diese vielen, vielen getöteten Seelen, die um Hilfe rufen und auf dieser Erde gebunden sind. Befreit sie, so viel ihr könnt. Gebt ihnen mit eurer Liebesenergie die Möglichkeit, ins Licht zu gehen, an den Ort, wo sie nicht mehr gefangen sind, an den Ort, wo sie wirklich verdient haben zu sein, nach all dieser buchstäblichen Pein. Ich könnte weinen, wenn ich dieses ganze Leid sehen beim Mensch und Tier. Und der Mensch, der hat es sich selbst zuzuschreiben, hat es selbst verursacht. Und ich höre so oft, immer wieder, die Gebete meiner Lieben, die sagen, mein Gott, warum hast du das zugelassen? Oder warum lässt du das zu? Begreift endlich, denn jetzt ist die Zeit, dass Gott nichts zulässt. Ihr selbst habt diese Zustände erschaffen. Kannst du uns noch einen guten Rat geben für diesen Aufstiegsprozess, der ja im Moment stattfindet, was wir noch tun können, außer der Ernährung? Um uns zu schützen, um unsere Energie zu steigern. Einfach so eine Hilfestellung für jeden Menschen, der sich das anschaut, dass er Mut hat und auch Kraft bekommt. Und es wurde ja schon so viel gesagt und die Jahre vergehen, die Zeit vergeht und jeder denkt, es passiert was und es dauert alles so wahnsinnig lange. Es ist auch schwierig, dass die Menschen diesen Mut nicht verlieren und diese Zuversicht nicht verlieren und vor allen Dingen auch den Glauben daran nicht verlieren. Wenn ihr den Glauben ausübt, wie ein kleines Senfkorn, was zur riesigen Pflanze wird, das fehlt euch wieder. Kommt wieder in die Liebe, kommt in den Glauben. Findet wieder zurück zu eurem Sein. Und euer Sein, erinnert euch bitte daran, das ist einfach nur Liebe. Und diese Liebe bringe ich durch diese Welle des Universums zu euch, damit ihr daran teilhaben könnt. Und durch diese Liebesenergie erinnert, wer ihr seid und was eure Aufgabe ist auf diesem wunderschönen Planeten. Ganz klar, habt ihr alle lange gewartet,
einige noch viel länger als jetzt die jüngere Generation. Und die sind mutlos geworden. Die sind enttäuscht. Und weil nichts für sie vorwärts geht im Außen, sind sie noch enttäuschter und haben leider den schmalen Weg der Liebe, der manchmal beschwerlich ist, ich weiß es, haben sie verlassen und lassen sich in den großen Strom des Lebens treiben, anstatt zu rudern. Und dieses Rudern ohne Ballast, bitte, ohne irgendwas, was euch beschwert, ist möglich. Tut es einfach. Stellt Gott, unseren Vater, auf die Probe. Und er wird euch die Kraft geben, auszuhalten. Glaub mir, es ist schon so, dass uns nichts in den Schoß fällt. Und ich kann euch eins versichern, als Mensch auf dieser Erde habe ich alle diese Stadien durchlitten und auch buchstäblich gelitten. Aber das von meinem Vater verheißene Paradies, das werde ich auch euch bringen auf dieser Erde, so wie dies denn erwünscht. Ich denke, ganz viele Menschen wünschen sich das, um das mal so zu sagen. Ich denke, dieser enorme Energieanstieg, den wir jeden Tag erleben, gibt uns ja auch oder soll uns Kraft geben. Und wenn wir in uns gehen oder Zeit haben, in uns zu gehen, dann fühlen wir diese Kraft oder diesen Energieanstieg auch in unserem Inneren, in unserem Herzen, in unserer Seele, in unserem ganzen Sein. Und das hat ja was zu bewirken. Also das ist ja nicht einfach, dass wir einfach jetzt nur dieses Gefühl haben, es verändert sich was, sondern es soll ja auch bewirken, dass wir es benutzen, dass wir es für unsere Gedanken benutzen, für unsere Taten im Außen und dass wir spüren, dass wir viel mehr Kraft und Energie auch für diese Dinge haben, mit den anderen Menschen dann, zueinander, in der Kommunikation, in allem. Es ist einfach diese Bewusstwerdung, dass wir jeden Tag spüren, dass wir immer mehr Kraft haben, dass wir als Mensch auch immer mehr Energie haben und immer mächtiger werden, sozusagen, in unserer Urkraft, die wir ja in uns tragen, die ein jeder in sich selber trägt, dass er sich dessen wieder bewusst wird und auch für gute Dinge zur Verfügung stellt oder für gute Dinge benutzt. Ich danke dir für deine wertvollen Worte und dem ist auch so. Ich möchte noch ein Wort sagen zu eurem Außen. Bitte seid euch bewusst, dass diese große Energiewelle der Liebe unserer Schwester Gaia, die ein wunderbares Geschöpf ist, dass die sich riesig freut, mal wieder richtig durchatmen zu können. Und ihr helft ihr, sich zu befreien von allem Negativen, indem ihr euch immer wieder reinigt und diese Dinge, die ihr reinigt, mit transformiert in gute, positive Energie der Liebe. Dadurch steigert ihr selbst diese Liebeswelle immer mehr. Und bitte seid euch bewusst, dass unsere liebe Erde, unser Heimatplanet hier für euch, dass diese Erde auch im Außen anfängt, diese Dinge zu zeigen, wie sie reagiert. Sie ist so liebevoll mit euch, denn die meisten Menschenseelen sind blind und sehen diese Anzeichen
meiner Wiederkehr in einem falschen Licht. Diese Parousia, wie er sie auch nennt, die ist da. Man braucht nicht auf äußere Zeichen zu warten. Die sind auch da und ihr seht sie nicht. Öffnet eure Augen, schaut in den Himmel, guckt, was passiert bei den Sternen. Schaut euch die Tierwelt an. Alles reagiert auf diese Schwingungen. Seht es, seht genau hin und ihr könnt beobachten. Und das ist wichtig, dass ihr in die Liebe kommt, so wie die Tierwelt schon ein Teil ihres Bewusstseins so stark verändert hat, sodass man heute nicht mehr sagen kann, die Tiere haben kein Bewusstsein. Die Liebe ist überall am Gedeihen. Tut auch ihr euren Teil dazu. Wacht endlich auf, soweit ihr noch nicht aufgewacht seid. Die Zeit ist sehr verkürzt. Und trotzdem ist sie auch verlängert, damit noch mehr Menschen die Gelegenheit haben, dann unser Vater ist gütig und lieb und ein Gott der Liebe. Und er will nicht, dass euch was passiert. Hast du sonst noch Fragen, liebe Schwester? Ich denke, für heute haben wir jetzt viel erfahren oder wieder neuen Mut zu bekommen. Und ich würde gerne ein anderes Mal wieder fragen. Ich bedanke mich bei Yeshua von Herzen, bei Gio, dass er Yeshua gechannelt hat. Und bei euch bedanke ich mich für das Zuhören. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen Mut und Zuversicht bekommen habt, dem Ganzen weiterhin positiv gegenüber zu stehen, nicht aufzugeben und auch nicht den Mut zu verlieren und jeden Tag weiterzumachen, auch diese hohen, feinen Energien vielleicht bewusster sich mal anzuschauen, bewusster damit zu experimentieren, sie zu benutzen, sie in das tägliche Leben einzufügen. Probiert es einfach aus und dann sehen wir uns hier bald wieder. Und ich wünsche noch euch einen schönen Tag und bedanke mich. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und ich bedanke mich bei dir, liebe Schwester, für deine lehrreichen Worte und rufe euch allen zu. Ich liebe euch, euer Jeshua. Danke.